Kostet die eigentlich was? Boah, die kostet sogar noch was. So, aber ich kann mal ein bisschen was kaufen, dass wir nicht wirklich pleite sind. Jawohl. So, diese Häuser hier müssen wir aber dann wieder. Jetzt habe ich eine Feuerwehr, die könnt ihr ruhig was machen jetzt. Aber das gibt's doch nicht. Wir haben schon keine Einwohner mehr jetzt. So, ich hoffe, die Feuerwehr macht jetzt was. Ich bin ja ganz umsonst hier sind. Wir müssen jetzt hier. Hey, das gibt's ja, wo kommt denn das Feuer immer her? So, Leute. Ich sag's euch, ist gerade sehr schwierig. Ich muss mal jetzt raus, wenn das geht überhaupt. Arbeitet hier drin überhaupt? Ja, nein. Ja, ich habe keine Leute für die Feuerwehr. Ey, ich habe eine Feuerwehr und keine Leute drin. Das ist doch scheiße, Mann. Ey, so ein Scheißdreck. Da kommt immer wieder so ein Drecksfeuer. Arbeitet jetzt endlich hier ein Feuerwehrmann. Jawohl. So, wo ist er denn? Macht er auch was? Hallo, Feuerwehrmann. Was ist der da, oder? Nö. Ja, komm, mach was. Wer ist denn der Feuerwehrmann von euch Idioten? Ey, wo ist denn der? Was ist denn jetzt wieder? Da krieg ich das Geld, okay. So, hier hast du Geld und jetzt mach, lösch. War's denn hier? So, jetzt drücken wir mal Pause, das ist, komme gar nicht klar hier. Schicke 100 Stunden, das brauchen wir jetzt sicher nicht. Ich habe eh schon Probleme hier, ehrlich gesagt. So. Haben wir nochmal überstanden, ey? Boah, das war jetzt knapp, ey. Wir müssen jetzt eine ordentliche Infrastruktur hier aufbauen. So, haben die ordentlich Arbeit? Jawohl. Alles verkaufen können hier. Wie schaut's denn aus? Passt. Wir brauchen den Minz-Dings da, aber dazu brauchen wir Geld. Das heißt, so, nur ein bisschen hier farmen. Wie schaut's aus mit dem Essen? Wir haben genug Brot, da können wir sogar eine dicht machen. Das spart Ausgaben. Das fördert zwar die Arbeitslosen, aber es spart mir Ausgaben. Ne? So, paar mehr Ausgaben, paar weniger Ausgaben, aber dafür mehr Arbeitslosen. Ne? So, was ich hier brauche, ist langsam Alkohol, weil dann werten die nämlich auf. Das heißt, der Winzer ist jetzt willkommen langsam. So, da ist er. Boah, das ist teuer. Ey, wo soll ich denn das Geld herkriegen, Mann? Das wird nur ein bisschen dauern. Na, das ist mal verkehrt. Hier ist der Handel. 30, das heißt 300. Zack, so, ich kann mal den ersten Winzer leisten, aber das bringt mir nichts. Das Weingut ohne den Winzer hier, der was mal Wein produziert, ne? Das heißt, ich muss auf 1400 sparen, weil ansonsten habe ich nur mehr Kosten, aber. Jo, nichts, was ich verkaufen kann, ne? Da kriege ich auch noch 100, das geht jetzt nicht so. Da müssen wir ein bisschen warten. Da müssen wir ein bisschen warten. Ich warte mal bis 1. Dezember, Leute. Lassen wir das ein bisschen laufen. Dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. So, wie sieht's hier aus? Olivenöl. Oliven haben wir einen Haufen. Ich kann das hier auch dicht machen. Spart ein bisschen Kohle. So, wir können das jetzt bauen. Wir haben genug Kohle. Und zwar ein Weingut. Mal vorerst eins. Und einen Winzer. Den bauen wir hier hin. Das verkaufen, dass wir so Geld kriegen, dass wir nicht gleich pleite gehen. So, wie schaut es denn finanziell aus? Ja, wir haben mehr Ausgaben. Aber das liegt jetzt an den Einkäufen hier. Wir müssten eigentlich aufrüsten hier, sobald die Alkohol geben. Ja? So, jetzt haben wir wieder
10 verkaufen. Wir kaufen 50 Steine. Ich habe keine Steine hier, das ist ja das Problem. So, arbeitest du? Jawohl. Er produziert Wein. So, die Häuser, die werten sich auf. Große Blockhütte. Jetzt braucht man natürlich auch Bretter, damit sie sich nochmal aufwerten. Das ist das Sägewerk, glaube ich, oder? Was man macht, das hat, ja, macht Holzbrett, genau. Das kostet halt alles Geld ohne Ende, ne? So, das werden wir auch wieder aufmachen hier. Zack. Und die Bäckerei ebenso. Olivenpresse. Ja, ich habe das falsch gemacht. Aber es geht. So, wir brauchen über 700. Wie sieht es jetzt finanziell aus? Ja, die Einnahmen stimmen so halbwegs mit den Ausgaben überein. Essen haben wir genug. Also eigentlich könnte man mehr Einwohner haben, weil mehr Einwohner ist gleich mehr Geld. Ne? Wir werden halt hier nur welche hin, dass wir ein bisschen mehr Geld kriegen. Ja, mein Menü jetzt, so. Hier auch noch einen und hier noch einen und das war's dann vorerst. So, jetzt warten wir wieder. Wie schaut's aus mit Arbeit? Ja, das geht so halbwegs. So, es gibt Geld ohne Ende, jawohl. Das heißt, wir können uns das Brett jetzt leisten, das Sägewerk. Das geben wir. Überleg gerade, das gehen wir hier hin. So, dann sollten die da eigentlich auch sozusagen. Langsam sollte Wein auch kommen. Wir brauchen einen zweiten Winzer. Ja, das mit den Oliven, das kriegen wir schon hin. Das wird nicht das Problem sein, das sollten wir jetzt eigentlich schon haben, langsam. Aber, what? Die Feuerwehr geht nicht so weit. Scheiße. Dann reißen wir die hier ab. Und setzen die hier in der Mitte dann hin. Zack. Mich interessiert jetzt nur, was die Feuerwehr da macht. Ja, die verringert nur die Gefahr von Feuer, mehr nicht. So, dann müssen wir die Olivenfarm wieder machen. Weidefarm, Olivenfarm. So. Der Scheiß muss weg. Da machen wir noch so eine Weinfarm. Wenn wir verkaufen, muss man Kohle kriegen. So ein Winzer-Dingsbums. Weingut, genau. Und noch einen Winzer. So, jetzt können wir den ersten Wein verkaufen. Jawohl, das gibt schön Kohle. Ah, es reicht noch nicht ganz. Jetzt verkaufen. So, einen Winzer. Zack. Den gehen wir hier hin. Wie schaut es jetzt aus mit Arbeitsplätzen? Ja, das geht so halbwegs. So, kleines Haus. Ist das Ziel? Jetzt muss ich mal schauen. Kleine Stadthäuser. Jawohl. 7 Stück davon. Das schaffen wir. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist eigentlich Wein. Wein, 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 Wein. Und dann passt es. Schauen wir ins Lager, was da so alles liegt. Trauben haben wir. Jo, das passt. Eigentlich nicht mehr durchlaufen lassen und bei Gelegenheit verkaufen können. Haben wir noch nichts geschafft. So, was ich jetzt brauche, ist Level 2. Da muss ich jetzt mal ein bisschen langsamer. Kann man die upgraden und wieder Level 2?
oder wo? Kosten 150 Bretter oder Geld? Kaufen wir das hier, dann produzieren die schneller. Das kaufe ich hier natürlich genauso, aber dazu brauchen wir Kohle. Produzieren die schneller. Also das Erweitern, das bringt es auf jeden Fall. Das nehmen wir hier natürlich auch mal. Zack. So, und gleichzeitig verkaufen wir ein bisschen was, dass wir nicht gleich pleite gehen. Weil viel Geld haben wir nicht. So, wie sieht es hier aus? Hüte dich vor Arbeitslosigkeit. Ne? Salon, der umgreift nicht alles halt. Oh, Fälle gibt es keine, da habt ihr Pech gehabt. Die hier brauchen Bretter. Das produziert der hier. Wir haben den Lager. Wir schauen, Holz. Gar keine mehr. Aber wir haben überhaupt keine Bretter. So, das dauert ein bisschen noch. Können wir die nicht auch kaufen? Bretter, ja, die können wir kaufen. Dann machen wir das mal. Zack. Da müsste jetzt einiges weitergehen. Diese 7 Häuser haben wir eigentlich. Baue und erhalte 5 kleine Stadthäuser. Das kann man doch. Kleines Haus. Müssen wir das nur mit Fällen jetzt erweitern, oder was? Wohl schon. Dann kaufen wir die mal, so viel nicht. 50 sollten mal fürs Erste reichen. Und dann sollten die auch nochmal upgraden hier. Da kriegen wir schon ordentlich Einwohner jetzt. Jawohl. Mittleres Haus. Das sind ja schon richtig groß. Und Stoff müssen wir auch noch kaufen. Boah, das kostet aber richtig Asche, Leute, langsam. So, jetzt müsste der nochmal upgraden hier. Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Geld? Also Einnahmen haben wir ja mehr als genug, das ist jetzt nicht unser Problem. Die zahlen ja auch ordentlich Steuern. Ne? So, der müsste jetzt so eigentlich... So, Fälle brauchen wir wieder, wir brauchen da mehr von dem Zeug. Es ist ein bisschen laut. So, 50, nochmal 50 und Bretter machen wir auch nochmal 50. Das ist ein bisschen teuer, machen wir 30, das geht. So, verkaufen tun wir auch was, weil wir wollen eine Pleite gehen. Zack. So, der müsste jetzt eigentlich upgraden, großes Haus. Ja, aber sag mal, haben wir das nicht schon erreicht hier? 5 kleine Stadthäuser, das haben wir doch. Ein großes Haus. Wie soll ich jetzt Steine... Hoppala, das ist immer manchmal was anderes. Steinbruch, wo kann ich denn hin? Irgendwo? Probieren wir das mal. Ja, der produziert einfach Stein. Glaube ich. Ich brauche einfach nur Arbeiter. Das Problem ist, wir haben eine enorme Arbeitslosigkeit. Das ist ein bisschen schlecht. Das heißt, wir müssen hier abbauen. Wir müssen hier ein bisschen Einwohner abbauen, weil wir zu viele haben. Weil sonst haben wir zu viele Arbeitslose. Dann randalieren die wieder. Das ist natürlich schlecht. So, der produziert jetzt Stein. Jawohl. So, das Holzfällerlager bringt viele. Das bringt viel Arbeit. Da bauen wir einfach nur ein zweites. Wenn das so viel Arbeit bringt, ist das ja super. Und noch eine Holzverarbeitung. Zack, wie viel kostet man die? 50. Okay. Haben wir mehr Bretter. Ne? Und mehr Arbeitsplätze. Und um das geht es uns ja eigentlich. Ne? So. Das sieht jetzt hier aus. Stein braucht man. Ne? Alles andere haben wir ja.
Aber ihr seid ziemlich laut, Leute. Ja, die ziehen teilweise schon aus, das gefällt mir nicht. Ja, wir brauchen halt wieder Stoffbälle und so einen Scheiß. Na, Stein verkaufen wir jetzt mal nicht, den brauchen wir noch. So, wir machen das so und kaufen hier wieder Stoff und Felle. 50. Ne, Bretter brauchen wir sicher nicht, die haben wir genug. 50, da machen wir 100 draus, da auch 100. Das sollte jetzt wirklich reichen. Und Stein verkaufen wir nicht, den behalten wir. Ne? Jetzt haben wir sogar eine zweite Steinmine bauen. So. Und dann bauen wir hier noch einen Weg raus. So, dann können wir da hinten auch noch was bauen. Jetzt haben wir schon ein nettes Städtchen. Wie schaut es aus finanziell? Es geht. Großes Haus. Ja, Stein brauchen sie noch. Der hat alles, der könnte eigentlich jetzt aufstellen. Eine Schule in der Nähe wird benötigt. Die habe ich natürlich. Oder? Gibt es eine Schule? Ja, gibt es wirklich. Geil. Die bauen wir dann hier hin, das heißt, ich muss das hier wieder weg. Zack. Eine Schule, bitteschön. Zack. So, kleines Stadthaus, wir haben es geschafft. Ein paar von denen jetzt und wir haben es sozusagen. Ne? Nebenbei verkauft man natürlich unser Zeug, das ist ziemlich laut und ungut. Zack. Wieder rauszoomen. Ich muss den Sound teilweise abstellen, weil das ist Wahnsinn, wie das laut ist. So, du hast auch alles, dann. Du hast eine Schule. Schreibt er, der braucht eine Schule, er hat eine Schule. Ja, der hat auch eine Schule. Ist da kein Lehrer drin oder was? Bessere Wohnhäuser benötigen eine Schule. Ja, ja. So, das erste haben wir geschafft. 5 kleine Stadthäuser, jetzt brauchen wir nur 7 und einfach nur verkaufen dann. So, können wir das vielleicht upgraden hier? 150 Bretter, wie viel haben wir eigentlich? Wow, das ist teuer, das ist Spaß. Dann kaufen wir die einfach ein. Teuer. Aber egal. So, dann machen wir Stufe 2. Schauen wir, was das bringt. Mehr Produktion, okay. Oh nee! Was war denn das? Ich glaube, das war so ein Olivenfarm, okay. Gut, das haben wir. Wir brauchen jetzt nur mehr Wein. Jetzt müssen wir einfach nur mehr Wein und dann haben wir es. Ich scheiß da drauf, Leute, wir müssen das einfach nur mehr Wein produzieren und dann haben wir es geschafft. Beziehungsweise verkaufen, selbstverständlich, nicht mehr produzieren. So, Geld haben wir genug, jetzt muss Wein produziert werden. Schauen wir ins Lager. Ja. Ich weiß, das ist zum Beispiel auch blöd, ist, dass man nicht weiß, wie viel man schon hat. Das wäre nämlich sehr gut, dass man das weiß. So, aber wir machen was anderes. Wir produzieren jetzt noch einen Winzer. Und wo ist das? Noch ein Weingut. Für den Winzer werden wir natürlich wieder upgraden. Kostet wieder einiges. Zack. Und 150 Bretter brauchen wir wieder. Jetzt wird es da wieder gefährlich finanziell. So, geht schon. Rein gut. Jo, wir brauchen dann noch mehr Farmen anscheinend, weil sonst liegt das nichts. Dazu brauche ich 700 wieder.
haben wir noch ein Weingut. Kommen wir hier hin, das muss weg. Ja, mit dem Upgrade können die auch mehr verarbeiten und dann sind sie arbeitslos, wenn du nicht die nötigen Sachen hast. So, Bretter brauchen wir. Dass wir den hier upgraden können, also den hier. 150, wie viel haben wir? Ja, 40 fehlen noch. Zack, zack, zack. Nochmal. Hammer, Upgrade. Kann man nicht leisten, ne? Habt ihr 150 Bretter? Oh, da hat irgendwer 5 Bretter geklaut. Die produziert doch Bretter, oder? Ne, die produzieren Holz. Ja, das ist abgebrannt hier. Scheiße. Oh, nochmal 20 rein. So, haben wir. Trauben haben wir auch genug. Ihr könnt jetzt produzieren, was das Zeug wird. Ein bisschen laut ist, es wird ab dem nächsten Version den Sound abstellen, weil das ist zwar ein bisschen blöd, wenn es ruhig ist, aber das ist so laut hier. Das ist richtig ungut. So, haben wir es geschafft? Nee. Noch mehr. So, die bilden sich wieder zurück, die Häuser, aber das ist ja egal. Wir haben es ja schon geschafft, also jetzt ist es nicht so schlimm. Der muss Level 2 erreichen. Das ist, glaube ich, das hier, oder? Hoppala. Klick gedrückt. Zumindest glaube ich das. Also 100 Wein haben wir da schon ewig verkauft. Leute, wie macht man aus dem? Erreiche Level 2 und lagere 100 Wein und den Wein. Jo, lagern bin ich entrocknet. Nicht verkaufen. Oh, bin ich doof, Leute. Aber ist ja kein Problem. Wir lagern das schnell ein. Das geht ja zackig. Wir haben hier eine gute Weinproduktion gerade. Und dann noch ein Winzer. Und geschafft. Sag ich doch, die 100 kriegen wir locker hin. Schauen wir, was wir Punkte haben. Kassieren ordentlich ein. Super. Es ist ein bisschen laut. Ey, ich weiß jetzt nicht, wie das ist, aber wenn wir den Sound ganz abstellen, das ist natürlich giftig, aber es ist so extrem laut, da kannst du fast nicht spielen. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann. Tschüss, Leute. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi Let's Play. Tschüss.